Autos sind heute komplexe Maschinen mit mehr als 100 Steuergeräten. Und sobald neue Modelle auf den Markt kommen, müssen diese natürlich auf Herz und Nieren geprüft werden. Die Zeit für diese Form der Qualitätssicherung ist natürlich eng und knapp. Was können Autobauer jetzt hier tun? Ja, Sandra, du sagst es, Autos sind heutzutage hochkomplexe Maschinen. Wir reden alleine, wenn wir über ein Steuergerät reden, wie eine Multimedia-Einheit, schon über 12.000 Testfälle. Und dort haben wir die Herausforderung, das innerhalb von 14 Tagen durchtesten zu müssen, um wirklich eine gute Qualität auch für Kunden, eine ausfallsichere Anlage hinzubekommen. Was macht der OEM heute? Er parallelisiert seine Testsysteme. Er stellt sich mehrere Testautos hin und teilt seine Testkataloge auf. Und ja, das ist natürlich entsprechend teuer. So ein Testauto kostet heutzutage locker mal 1 Million. Das möchte so ein Hersteller sich auch nicht unbedingt nur zum Testen hinstellen. Wir gehen einen ganz anderen Ansatz. Wir sagen zwar auch, wir müssen das Ganze parallelisieren, um es in der kurzen Zeit durchtesten zu können. Aber wir gucken, dass wir die Testumfänge parallelisieren auf einem Testsystem. Das ist der Anspruch, den wir hier an der Stelle haben. Das heißt also, alle Tests gleichzeitig, im besten Falle nur in einem Auto und dann alles rucki-zucki. Ja, im Idealfalle alle gleichzeitig, alle auf einen Haufen, das wird sich nicht realisieren lassen. Aber es gibt eine ganze Menge Funktionen, die unabhängig im Auto ablaufen. So ein Bremsesteuergerät, das interessiert sich nicht, ob ein Scheibenwischer an ist. Oder eine Klimasteuerung, der ist es vollkommen egal, ob die Heckklappe offen ist oder eine Innenraumbeleuchtung geht. Da sehen wir ganz großes Potenzial. Und wenn wir das schaffen, automatisiert herauszubekommen, dann können wir diese Testfälle parallelisieren und in einem System laufen lassen. Das wird der Riesenvorteil sein an der Stelle. Dafür haben wir es da entwickelt. Ja, ein Smart Testing Accelerator, ein System, was bestehende Testsysteme beobachtet und Parallelisierbarkeiten von Testumfängen, von Testfällen herausbekommt. Okay, und läuft. Wir gucken uns das jetzt mal praktisch an und testen jetzt einfach mal alles gleichzeitig durch. Ja, hier sehen wir jetzt Tests zum Blinker, zum Fensterheber und zum Kurvenlicht. Die Beobachtung selber findet parallel statt. Ich könnte jetzt also auch Tests parallel durchführen. Ich könnte zum Beispiel das Lenkrad, ich könnte zum Beispiel den Kurvenlichttest aktivieren, könnte gleichzeitig blinken und den Fensterheber betätigen. So, dann sehe ich hier in der Grafik, neben der Netzwerkkommunikation wird hier mein Kurvenlicht überwacht, mein Blinker überwacht und mein Scheibenwischer. Und wenn ich dort Übereinstimmungen finde in der Grafik, dann ist das ein Hinweis darauf, dass ich Testfälle schon mal parallelisieren lassen. Nun sind wir auf dem Automobilwoche-Kongress mit Star dabei. Ganz neues Produkt. Wie weit sind wir denn da? Ja, da sind wir aktuell beim Prototypen. Wir suchen dort, wir stellen unser Konzept vor. Wir suchen dort einen Partner, mit dem wir das mit realen Testkatalogen mal durchführen können. Wir suchen also konkret einen OEM, mit dem wir mit einem bestehenden Testkatalog, mit einem bestehenden Testsystem unser System koppeln können, um dort einfach mal zu zeigen, ja, so eine Parallelisierung von Testfällen, das funktioniert in der Praxis. Dann wünsche ich viel Erfolg. Danke fürs Gespräch. Dankeschön.